Konnichiwa, Anime und Game Otakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von Gravity Rush 2. Ich mache mich gerade direkt auf den Weg zur Hauptmission, zur Hauptstory. Denn hier ist ja so eine Versammlung und ich möchte jetzt mal schauen, was hier genau jetzt besprochen wird oder diskutiert. Gucken wir einfach mal. Hier halten sie also die Versammlung ab. Ist das voll? Hängt alle aus der Regierung und auf Lei Havina auf. Also alle aufhängen. Okay. Eins nach dem anderen. Wir werden den Reichtum, den sie angehäuft haben, neu verteilen. Toller Plan. Und nachdem ihr uns gehängt habt, wer soll dann die Steuer zahlen? Wir tragen viel schwerer als ihr. Warum sollten wir etwas aufgeben? Na klar. Ihr liegt so faul in den ganzen Tag im Pool und so. Macht gar nichts und lasst eure Diener arbeiten. Aber ihr habt es so schwer. Das ist immer alles so harmonisch verlief. Lag nur an den strengen Klassentrennungen. Ja. Jeder hat seinen Platz. Ihr würdet uns ins Chaos stürzen. Oh. Alleine dafür, Leute. Alleine dafür müssen die gestürzt werden. Hey, es ist eure Schuld, dass wir... Eine Einigung wird schwierig werden, was Lisa wohl sagt. Oh, weia. Sie ist sehr, sehr streng, deswegen... und Ungerechtigkeit hasst sie auch. Deswegen, ich bin gespannt. Das ist ein Putsch. Das Hauptland entsendet in diesem Moment wahrscheinlich schon Verstärkung. Dort herrscht bereits Verfall. Dort kann man keine Truppen entbehren. Der Rat hat gelogen. Das Hauptland hat euch schon längst vergessen. Sie sind die Lügnerin. Glauben Sie, wir werden uns das gefallen lassen? Ja, natürlich. Das ist nicht alles. Händler haben uns berichtet, dass die Gegend um Jigra para Lao zunehmend instabil wird. Was wissen Sie denn schon, Lao oder wie auch immer Sie sich nennen? Woher nehmen Sie sich das Recht, oben zu stehen und auf uns herabzusehen? Mami, was passiert jetzt mit uns? Nein, Schatz. Alles ist gut, Schatz. Papi und Mami werden dich beschützen. Oh, dieser finstere Blick. Die Masse. Veränderte Positionen führen zu veränderten Perspektiven. Und wahre Veränderungen sind schwer. Ja. Was für die einen Recht war, für die anderen Unrecht. Was für die einen Recht war, war für die anderen Unrecht. Und ich hatte keine Ahnung, wie diese Kluft je überwinden werden könnte. Ich befürchte, die kann man nicht überwinden. Es wird immer Zwiespalten geben. Auf der einen Seite stand Lisa, die alles für Jigra para Lao riskiert hatte. Auf der anderen standen die Bürger, die unter dem Rat reich geworden waren. Und die in seinem Bunker verschandten Ältestenrat bereitete uns zusätzliche Probleme. Und wir waren nicht auf die Katastrophe vorbereitet, die uns traf. Ich will die gar nicht vorlesen, diese Penner. Langsam dürfen sie spüren, wie schwer es ist zu regieren. Was versteht eine Minenarbeiterin davon, wie man eine Stadt führt? Hümpf! Soll sie sich doch ruhig verausgaben beim Versuch, Anführerin zu spielen. Sie ist eine bessere Anführerin als ihr miesen Drecksratte. Okay. Mädchen haben doch keine Ahnung, wie man mit echter Macht spielt. Ihnen fehlt der Führungsgeist. Nein? Also sie führt die ganze Siedlung da an und das läuft eigentlich sehr gut. Und ihr, was macht ihr? Ihr scheißt auf die Menschenleben und lasst die Menschen... Ja, so eine große Klasse. Also erst die Reichen da ganz oben, die leben in Saus und Braus und dann ganz unten die Kinder, die frieren, die haben Hunger, die kriegen nichts, die haben einfach nichts zu essen, kein warmes Bett wahrscheinlich, einfach keine Zukunft und ja, was ist denn daran bitte tolles Regieren? Wir beschießen die Zwischendimension weiter, um den Eingang offen zu halten. Wenn diese Wichtigtuerin fertig ist, setzen wir unsere... Halt, was war das? Ja, bald haben wir noch ganz andere Probleme, glaube ich. Oh, was ist das denn jetzt? Der Rat! Oh. Okay, es ändert sich langsam schlimmer. Oh. Was passiert jetzt? Was fragst du denn? Wo soll ich denn wissen, was hier gerade passiert? Was ist das denn? Hilfe, ein Monster greift Lei Havina an. Eine komplette Stadt ist gerade zum Leben erwacht und verwüstet unser Zuhause. Wir haben nicht genug Luftboote für eine Evakuierung und das Militär kann nichts tun. Lisa, entsende die Flotte, wir müssen sie retten. Ich verstehe deinen Wunsch, ihnen zu helfen, aber wir müssen das sorgfältig abwägen. Wovon redest du? Wir haben keine Zeit für sowas.
Ich kann Menschen, die unter Lehavina gelitten haben, nicht um ein solches Opfer bitten. Wie? Denk an das große Ganze, die Sicherheit von Jigra Paralau. Bitte, meine Frau und meine Kinder sitzen in der Villa fest. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, sie sind reich, sie sind arrogant und es sind große Arschlöcher. Aber wenn sie bitten, ihre Familie zu retten, das ist was anderes. Da denken sie nicht egoistisch an sich selbst, sondern an ihre Familie. Ja. Wen kümmert es, wer wem was angetan hat? Geschehen ist geschehen. Sie brauchen jetzt Hilfe. Wir gehen mit dir oder ohne dich. Komm, Raven. Oh ja. Sehen wir zuerst nach seiner Familie in der Villa. Ja, also Menschenleben müssen gerettet werden. Egal, was für Arschlöcher das sind. Also nicht alle, aber so unschuldige Frauen und Kinder, auch wenn sie sich auch arschlochmäßig verhalten, aber ja. Besonders Kinder, die wachsen ja so beschissen auf. So, die kennen nur Reichtum und Arroganz sein, dafür können die eigentlich nichts. Aber okay, der hat uns jetzt gebeten, seine Familie zu retten. Also denkt er nicht nur an sich, das ist ja schon mal ein Pluspunkt. Das ist die Stadt aus dem verbotenen Land. Und da sind lauter Skarabäen bzw. Nevi. Neue Hieralion ist einfach zum Leben erwacht. Irgendwas stimmt da sowieso nicht. Was sind das denn? So eine Tentakel-Augenviecher. Was zum Dann gucken wir mal. Ganz schön große Nevi sind das. Und was zum Teufel? Wie groß ist das? Oh mein Gott, die ganze Stadt ist ja wirklich zum Leben erwacht. Raven, wir haben ein Problem. Dagegen müssen wir kämpfen anscheinend. Oh weia. Das ist die Villa des Mannes. Aber wo ist seine Familie? Niemand zu Hause, aber da ist eine Notiz, dass sie evakuiert wurden. Dann sind sie wohl sicher entkommen. Also sind sie einfach nur voneinander getrennt. Ich hoffe, die sind in Sicherheit. Wir haben jetzt halt nur ein anderes Problem, ne? Ich weiß zwar nicht, warum jetzt diese Stadt hier die Reichen angreift, aber okay. Was ist das denn? Wow! Wartet, ich will da nicht reingezogen werden. Das ist schwarzes Loch. Wow! Ein schwarzes Loch, das zieht alles mit. Warum? Warum ist hier auf einmal ein schwarzes Loch? Ich habe Angst vor sowas. Vor das unbekannte Nichts. Das sieht aus wie ein Riesenauge. Ey, sag mir nicht, dass es ein Riesenskarabäus oder Nevi. Es ist weg. Okay. Was zum Teufel? Alter, ich bin gerade geschockt, aber gleichzeitig beeindruckt, muss ich sagen. Was macht denn das Ding jetzt? Das lebt. Warum lebt es? Was ist dieses Ding? Ich weiß nicht. Er hat gerade. Ich sehe gerade was ganz Komisches vor mir. Aber na gut. Will dieses Ding die Insel fressen? Wir trennen uns und lenken es ab. Rette du die restlichen Leute. Alles klar. Sei vorsichtig, Raven. Bitte. Welche Leute? Rette die Menschen. Oh Mann. Jetzt habe ich hier wieder so eine geile Aufgabe vor mir. Oh. Willst du mich veräppeln? Die ganzen Menschen soll ich jetzt retten, oder was? Das ist ein bisschen viel. Oh. Wollt ihr mich verarschen? Das sind viel zu viele. Es wird das Theater verschlingen. Und da sind so viele Menschen. Wie soll ich die alle retten? Da sind doch Kinder, Frauen. Das kann ich nur zu... Ja, das weiß ich auch nicht, was ich tun kann. Ich kann höchstens maximal 4 Leute mitnehmen. Sid? Okay, er hat irgendein Luftboot, aber das wird niemals reichen. Was sollen wir denn jetzt machen? Ist Lisa auch da? Nein. Was macht ihr zwei denn hier? Ich konnte diesen armen Leuten doch nicht einfach in den Stich lassen, diese armen Leute. Oh, sie hilft mit. Und sie sagt immer, sie ist nicht mutig. Ich habe vorsichtshalber Bomben von der Bismalia mitgebracht. Aber ich glaube, die machen nicht mal einen Kratzer an diesen Dingen. Wir müssen versuchen, die Nachzügler zu evakuieren. Hey, wenn wir doch nur was tun könnten. Ja, das würde ich auch gerne. Oh, oh. Sidhu? Geht dem Ding aus dem Weg. Raven hat schon Mühe, es abzulenken. Cat! Sid! Was? Was denn, Sissi? Diese Insel, auf das der Monster ist. Das ist eine Brücke zwischen dieser und unserer Insel.
Wenn wir die mit Sitzbombe sprengen, können wir die Insel trennen. Genial. Wow, sie hat eine super Idee, aber weint dabei. Oh, sie weint dabei, die Arme. Sie müht sich gerade wahrscheinlich ab, so selbstbewusst zu sein oder so. Oder sie hat Angst. Und wir verhindern, dass dieses Ding noch mehr zerstört. Tolle Idee, Sissy. Versuchen wir es. Ich hoffe, ich konnte helfen. Oh ja. Kate, jetzt hängt alles von dir ab. Ich habe nicht allzu viele Bomben. Vergeude sie nicht. Gib der Brücke... da konnte ich nicht lesen, war schon weg. Zerstöre alle durch Markierung gekennzeichneten Brücken, um die beiden Inseln voneinander zu trennen. Fange Sprengstoff von Luftboot mit Stasis... Okay. Easy. Oh. Mit Zeit nicht easy. Das sind ja, Navy, die hier sind. Oh, ist noch mehr oder was? Oh. Ach, scheiße. Okay, ist doch nicht easy. War das nicht gerade eine Zeit? Oh, achso. Jetzt. Toll. Die Navy werden dafür angegriffen. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Ja, die ist so gut wie erledigt. Ja, schön. Aber so eine Navy, die mir gerade voll auf den Sack geht. Okay, die erste Brücke ist weg. Hoffe ich mal. Der fährt wieder irgendwas hoch. Raven, der Arme, hat den Arm erwischt und die Brücke ist so gut wie hinüber. Okay. Jetzt machen? Ich bin hier gar nicht durch! Ich will der Brücke den Rest geben, aber... Alter, immer noch nicht. Die Brücke ist ganz schön hartnäckig, ne? Brücke ist zerstört. Endlich. Endlich. Was? Wo ist denn das Kind? Ich sehe nichts. Ah, ich sehe gerade die ganze Zeit überhaupt nicht, wo ich hin soll. Hier sind überall Pfeile. Ja, danke, Luis. Wo ist denn das dumme Kind? Kitty, komm mal her. Wo muss ich jetzt hin? Hier sind 3 Millionen Pfeile. Alter. Da. Okay. Ja, natürlich werde ich getroffen. Was denn? Hast du das Kind jetzt verloren? The fuck. The fuck. Na toll. Toll, wegen diesem scheiß Angriff jetzt, hat sie fallen lassen. Es tut mir leid, kleines Kind. Ich bin eine schlechte. Wo bist du denn? Hey, wo ist sie denn jetzt? Rette. Ey, das mit den ganzen Pfeilen hier ist voll geschissen. Boah, Alter, die Dinger muss ich echt aufpassen. So, jetzt. Wir müssen hier... Wir müssen ja lang schon wieder. Da. Okay, wir müssen auf diese komischen Kugeln da aufpassen. Die haben einen richtig krassen Radius. Mach ich das jetzt, Kind? Ja, das geht. So. Das Kind haben wir. Ja, bitteschön, dass ich dich... Was passiert jetzt? Irgendwie saugt es jetzt noch mehr ein. Was passiert da? Äh,
Der frisst das irgendwie alles auf. Hallo? Was macht das Ding denn da? Haut der jetzt ab? Nee. Und jetzt sind da irgendwie so eine komischen Nevi drauf. Das sieht aus wie Parasiten, ey. Voll komisch. Wir haben ein ganz großes Problem, ne? Das kommt gerade auf uns zu. Es frisst nicht nur, es wächst. Es wird nicht aufhören, bis es das ganze Jigra Paralau verschlungen hat. Nein, aber wie sollen wir die Leute in Sicherheit bringen? Es sind viel zu viele. Das wird nicht einfach, wo wir jetzt nur zu zweit sind. Wir müssen es versuchen. Ich weiß, aber ich glaube, hierbei sehen wir alt aus. Ja, dass sie pessimistisch ist, kann ich nicht verleugnen. Was denn jetzt? Lisa? Und die ganze Siedlung ist da. Entschuldigt die Verspätung, ihr hattet recht, das habt ihr immer. Ja, natürlich, also. Wenn ihr nicht auf Cat und Raven hört, dann tut's mir leid. Die Not kennt keine Gesellschaftsschichten. Wir sind hier, um Lei Havina nach Kräften zu helfen. Das hat wirklich jetzt nichts mit der Gesellschaft zu tun, sondern wir sind alle, ich sag mal jetzt wir sind alle in Gefahr. Das bezieht sich jetzt, diese Bedrohung, auf uns alle, weil das scheiß Ding da uns alle auffressen will. Okay, bringt ihr die Menschen in Sicherheit. Wir halten euch das Monster vom Leib. So gut es geht halt. Erledigen wir die Arme mit... Zerstöre die Arme. So einfach, so ein riesen Ding hier, die Arme kaputt zu machen. Du musst die Mitte... Was ist denn eine Mitte? Wo ist denn hier die Mitte? Okay, das wird hier angezeigt, dass ich das hier anbringe. Oh, die machen Gift? Was? WTF? Was ist denn... Wo soll ich denn jetzt hier angreifen? Hä? Was ist da oder was? Was soll ich denn hier angreifen? Das ist bestimmt nicht harmlos, aber glaube ich auch. Jetzt spucken die auch noch Gift. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Nein, ich will nicht ausprobieren, was das bedeutet. Jetzt! Nein! Muss ich die denn vernichten, oder? Ich bin zu langsam. Ja, ich will den noch besiegen. Geh weg. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt diese Medis bauen? Toll. Muss ich jetzt... Hä? Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Hä? Ich muss diese Nevi besiegen, oder? Ja, hier sind ja nur 3 Millionen andere. Was nervst du mich denn jetzt hier? Na, verdammt. Wie soll ich denn die kriegen, diese Scheißviecher? So vielleicht. Das funktioniert. Was denn? Ich blick hier nicht durch. Wo ist denn hier was? Ich sehe nicht, wo oben und unten ist. Diese scheiß Nevi, ey. Jetzt fliegt mir ein Gebäude in den Kast rein. Komm schon, stirb! Ja, ich muss mal fallen kurz. Komm schon, der muss jetzt sterben. Ich komme nicht näher ran irgendwie. Wo fliegt sie bitte hin? Der scheiß Arm bewegt sich. Ich
komm da nicht ran. Schon geil, wenn man nicht so da rankommt, wo man hin möchte. Wenn der scheiß Arm sich bewegt. Ich komme da nicht hinterher. Was zum Teufel? Leck mich doll, wenn ich mir jetzt was anderes vorhiel. Alter, ich gehe mir ein bisschen auf den Sack gerade. Ich kriege ja die Nerven raus. Wo ist eigentlich Ravenschmied? So, den haben wir wenigstens ein. Das ist doch eine verdammte Stadt. Wo gibt's die denn Trümmer, bitte? Jetzt fällt sie da runter. Gib mir Trümmer. Was funktioniert? Ich brauch Trümmer. Oh. Ich finde nicht das, was ich brauche. Shit! Echt anstrengend gerade. Okay, den haben wir auch. Nicht so gerade einfach, würde ich mal sagen. Echt nicht einfach. So, jetzt die nächsten Arme. Ich weiß nicht mal, ob das die Arme sind. Irgendwas muss es ja am Leben erhalten, befürchte ich mal. Wie viele Arme muss ich jetzt hier noch zerstören? Das ist nicht so cool. Oh, das haben wir auch. Sie glaubt, es funktioniert. Das ist schön. Es wird aber auch irgendwie nicht weniger. Nicht weniger, wirklich. Aber es ist anspruchsvoll gerade. So die ganzen anderen Liebe, die hier mir gerade auf den Sack gehen. Schäme ich überhaupt? Ich wundere mich gerade her, warum bleiben wir stehen? So kümmern wir uns einen nach dem anderen hier. Aufpassen, hier kann man im Spiel voll hängen bleiben. Oh mein Gott, bin ich jetzt hier weg? Ah, das gibt's echt nicht. Das gibt's nicht! Hier schluckt den. Ich hab das Gefühl, es wird nicht weniger. Echtes Gefühl, es wird nicht weniger. Und hier bewegt sich das auch voll krass. Diese Augen, die sind so creepy. Wenn dir diese Augen da so die ganze Zeit beobachten. Nein, ein Auge halt. Den hatte ich vorhin die ganze Zeit. Den habe ich ja nicht gekriegt so schnell. So, jetzt aber. Jetzt fehlt mir noch ein. Oh, Gott sei Dank. Dauert er hier ganz schön und mein Leben ist bis über die Hälfte schon weg. Wir müssen zurück. Was ist denn los? Wo muss ich hin? Oh. Ist das schwarze Loch wieder da? Oh ja. Ich merke es. Ich kann bloß nicht richtig nach hinten gucken. Ich werde reingezogen. Ich werde reingezogen. Nein, Cat, du schaffst es. Cat? Ich
habe das Gefühl, ich bewege mich keinen Millimeter vor nach vorne. Das war's mit dem Arm? Okay. Oh. Wow. Das war schon krass, der Kampf hier. Haben wir es geschafft? Es bewegt sich nicht mehr. Ja, aber wer weiß, wie lange noch. Wir sollten unseren nächsten Schritt mit Lisa besprechen. Okay, das war schon nicht schlecht. Was ist? Wo ist die C? Es ging alles so schnell. Die nette Dame hat mich gerettet. Wäre sie nicht gewesen, hätte das Monster mich gefressen. Lisa, ich finde sie. Warte. Wir können nicht einfach so reinstürmen. Denk an die Stadt. Wissen wir bloß, wie diese Monster antreibt, dann können wir es irgendwie aufhalten. Wer weiß das schon? Und wer weiß schon, was es will? Der Rat hat uns wirklich ein Chaos hinterlassen. Ich hoffe, denen gefällt es im Magen dieses Dings. Vielleicht wird es ihm von denen ja schlecht. Neu-Heralio. Hör zu, ich habe einen Plan. Oh, jetzt kommt Sid mit seiner Moralpredigt hier, nicht wahr? Das Monster, das die Dimension durchquert und den Weg nach Jigra-Paralau gefunden hatte, war Neu-Heralion, aber jener Ort, der den seltsamen Sturm ausgelöst hatte, der uns aus Higgsville gerissen hatte. Hör zu, wegen Neu-Heralion, dem Ort, der den Körper des Monsters bildet. Jetzt redet sie, obwohl ich lese. Sids Idee, wenn auch nur eine winzige Möglichkeit bestand, dass er recht hatte, mussten wir handeln. Wenn dieses Monster Neu-Heralion ist, müssen wir es aufhalten können, indem wir die Gravitationsmaschine lahmlegen. Die auf den Bildern. Aber wie sollen wir da reinkommen? Was ist das? Nimm diese Leuchtpistole und feuere sie ab, wenn du den Turm erreichst. Die Bismalia wird auf dein Signal hin feuern. Gewagter Plan. Das sind die Besten. Okay. Und das ist alles lila. Na gut, ich mache jetzt aber hier erstmal einen kleinen Cut, bevor wir da hinstürmen und ins Ungewisse reisen. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird und wie gefährlich das werden wird. Das werden wir alles noch sehen. Schaltet dann wieder ein und bis zum nächsten Part.